Und damit willkommen zurück zu The Legend of Zelda Oracle of Seasons. Ja, weiter geht's hier im siebten Dungeon. Ich bin ja im letzten Part gestorben. Ich bin Schwanz war. So, und ja, jetzt geht's hier wieder los. So. Erstmal hier wieder alles abschlachten, was geht. So, und Herzen sammeln. Weil Herzen wichtig, weil tot blöd. Gut, dass wir das auch mal geklärt haben. So. Und stirb. Geht doch. So. Jetzt hier hoch wieder. Weiter geht's. Ich weiß jetzt ungefähr, wo wir lang müssen. Also Beton liegt auf ungefähr. Warte. Ich habe die Hoffnung, dass ich mich heilen kann. Nö, nur Glutkerne. Ja. Ich merke so langsam, mir geht's irgendwie nicht so gut. Und ja, deswegen nochmal schnell mal hier rein buddern in das Let's Play noch so ein bisschen in die Vorproduktion. Oh, dreh dich doch mal richtig. So ein bisschen in die Vorproduktion rein buddern, damit ich, wenn es mir richtig scheiße geht, ne? So, wenn das Virus seine volle Wirkung entfaltet, ich dann auf jeden Fall einen guten, soliden Vorrat habe und nicht kurz vorm Umkippen hier sitze und so. Komm zurück! Zu Zelda! Ruft den Notarzt. Nein, deswegen erstmal schön Vorproduktion. Und auch weil. Ja, hab ich was zu tun, ne? Außerdem ist es so ein bisschen produktive Prokrastination hier gerade, dieses Let's Play, weil eigentlich muss ich ja noch das Infovideo aufnehmen. Und davor drücke ich mich schon den ganzen Tag. Aua. Vielen Dank, überhaupt nichts. Ja, davor drücke ich mich schon so eine ganze Weile, wenn wir mal ehrlich sind. Und ja. Ich habe auch schon Splatoon aufgenommen. Habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, wenn dieser Part hier. So. Bäm. Gut. Ach ja. Wo die Frage von wo muss ich jetzt hin? Ich weiß, wie der Raum aussieht, wo ich was machen muss. Aber wo der ist, habe ich gar keine Idee. Ich glaube hier. Nee, hier sind die Geister. Okay. Also waren die Geister, die sind tot. Jetzt weiß ich. Aua, ich hab doch getaucht. Scheiß Controller. Ach, ich liebe es, alles auf den Controller schieben zu können. Weil Real Talk ist so. Okay, hier bin ich falsch. Okay, dann probieren wir es mal woanders. Und ja. So. Irgendwo müssen wir hier fliegen. Immer noch falscher Raum. Okay, dann gucken wir mal hier. Oh, ich verwechsel das wirklich immer jetzt seit neues Item. So, nach unten mit. Ah, stimmt, geht ja nur nach oben. Nerv. Hallo. Link, schieb! Schieb, du Pimmelberger. So, hoch hier. Okay, hier sind wir schon mal falsch. Gut. Gut, dann gehen wir mal hier lang. Ach ja. So, hier einmal durch, danke. So, ich glaube, hier sind wir richtig. So. Genau, hier sind wir richtig. Jetzt nochmal kurz raus. Und wieder rein. Weil hier, weiß Bescheid. Oh. Denn mit unserem
tollen Kleid-Ding. Ja. Da geht gerade was an der Tür ab. Ich hoffe mal, es ist nur die Katze und keiner stört mich jetzt hier beim Zocken. So, jetzt sind hier die Dinger wieder, Alter, wie ich die hasse. So, gib mal her, das Pferd. Stirb. So, was ich euch jetzt an der Stelle mal erzählen könnte, gibt Nachrichten von meiner Tätowiererin. Sie hat auch gesagt, ich soll abwarten, wie es mit Donnerstag geht, und dann gucken. Weil wenn es mir gut geht, soll ich kommen, und wenn nicht, dann nicht. So. Okay. Ein, zwei, drei, vier, fünf. Warte, soll ich noch einen hier nach vorne? Geht doch. Hey, Party! Hallo? Okay, den kann ich nicht verschieben. Junge, geh mal weg hier, du Scheiß-Block, Alter. Ich schwöre. Na, komm. Ah, ich hatte einen Knick in der Linse, alles klar. Gut, und hier befindet sich ein kleiner Schlüssel. Mit ihm öffnest du verschiedene Schlössertüren, Blöcke, bla bla bla, mein Arsch. So, das ist ganz wichtig, dass wir den jetzt haben, weil... Ne, weiß Bescheid. Okay, ich habe gerade keine Ahnung mehr, wo wir hin... Oh, mein Orientierungssinn ist so scheiße. Okay, hier sind wir schon mal falsch. Okay, wieder Ritter aktivieren, komm. Oh, keine Ahnung, zum wievielten Mal ich das hier gerade mache. Es ist auf jeden Fall immer noch langweilig und nervig und regt mich auf. So, komm, stirb. So. Komm. So, du gehst mir nicht auf den Piss. Alter, du auch nicht. Du gingst mir auf den Piss, also bist jetzt tot. So wie deine Freunde alle. Ja. Gut, du kommst jetzt dahin und... Gott, ich... Mein Kopf tut mir weh. Ganz ehrlich, ich will hier... Ich will so schnell wie möglich hier durchkommen. Oh. Oh, jetzt machen wir mal ein bisschen Erdbeeren. Haha, genau wie Steinisch getötet. Ist mega geil. So. Nee, immer noch nicht richtig, okay. Aber ich glaube hier. Oh, Entschuldigung. Das wollte ich eigentlich gar nicht da reinschieben. Aber ich glaube, jetzt sind wir hier links richtig. So, jetzt, ja, so, komm. Ja, sind wir, gut. Aua. Gut. Spring, Link, bitte, tu mir den Gefallen und spring, wenn ich A drücke. Weißt du was, weißt du was? Dann mache ich das mal so. Ja. Ich hasse diesen Controller. Ich hasse diesen gottverdammten Controller. Arschen kann ich mich alleine. Warte. Ich erkenne meinen Fehler. So, großer Flug. Jetzt. Ich hasse diesen gottverdammten Controller. Ganz ehrlich, nein. Ich halte es nicht mehr aus. Oh!
Ich sehe schon kommen. Wir gehen wieder Game Over. Weil dieses gottverdammte Kackteil hier nicht funktioniert. Okay, wisst ihr was? Ich setze jetzt einen gottverdammten Cut und wir sehen uns, wenn ich drüben bin. Tschüss! Ich hasse dieses gottverdammte Spiel. So. So, komm jetzt hier rüber. Oh, stimmt. Das. Genau. Das hier muss jetzt erledigt werden. Ah, ein Glutkern! Wow, bringt mir so viel. Warum kein Herz? Hä? Warum kein Herz? Ganz ehrlich. Fick dich. Fick dich, Spiel. So. Jetzt machen wir die Krüge. Ja, danke für die Fee. Ist ein Anfang. So. Dann machen wir das mal auf diese alt und altbekannte Art und Weise. Weil, ja. Bodenbröckelig sterben, wenn runterfallen. Oder sterben, wenn Bomben nicht werfen. Gut. Ach, fuck it. Ich stelle mich jetzt hier hin und warte, bis das Teil vorbeikommt. So, auch noch schön neues Herz abgesnackt und weiter geht es. Yeah. Gut. Die machen wir jetzt mal frei. Nehmen wir auf jeden Fall das hier noch. Und ja, jetzt kommt auf jeden Fall erstmal so ein wunderschöner Phönix-Sprung. So. Pegasus-Kerne. So. Oh, dann ist ein Pegasus-Kern. Und jetzt. Zurück. Alter, das ging besser als erwartet. Muss ich an der Stelle einfach mal sagen. Und wenn jetzt noch eine Herz kommen würde, das wäre auf jeden Fall optimal, aber... Nö, Zwischenboss. Wir treffen uns erneut. Wirst du unseren Bann brechen? Oder zerbricht er dich? Die Zeit wird es zeigen. Okay, der ist eigentlich... Ich würde jetzt gern sagen, er ist einfach. Also er sah einfach aus, aber wahrscheinlich ist er das gar nicht. So... Die machen jetzt hier alles auspusten. Oh! Penis! So, weiter geht es. Ich habe es jetzt nochmal offscreen hier hergeschafft und ja, habe eine Fee gefunden. Sonst hätte ich auf jeden Fall verkackt von den Leben, aber das ist nicht das Problem. Das Problem ist das Feuer. Ja, die werden jetzt versuchen, das Feuer auszupusten und dann werden wir zurück teleportiert und dann schmischen wir auf jeden Fall verhindern, zerbrechen die Zeit. Ja, mein Arsch. So. 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 Piss! Geht mir nicht auf den Piss, ihr Geister! Geht mir nicht auf den gottverdammten Piss! Ah! Das darf nicht! So. Nein! Das kann nicht sein! Ich werde zurückkehren, um dich heimzusuchen! Ja. Das werden wir ja sehen. Oh Gott, oh Gott. Alter Vater. Ja. Das war's eigentlich. So, wir teleportieren uns jetzt immer zurück, weil ich irgendwie davon überzeugt bin, dass wir den betreten müssen, damit er auch funktioniert. Ja, aber ich glaube, das ist egal. Also an sich ist er ja schon ziemlich leicht, aber... So, Plätze. So, jetzt ist hier so ein kleines Treppenrätsel angesagt. Und ja.
ne? Also an sich sind die leicht, solange man sich beeilt und Kerzen anmacht, die blasen die aus. Ich rüste mal lieber mein Schild aus. Das ist, glaube ich, so ein bisschen vor Vorteil. So, jetzt nochmal hier. Und jetzt. Bam. So. Okay, das sieht gut aus mit dem Dungeon, so wie es jetzt gerade ist. Oh. Abstoß. Dinger. Und ein Schlüssel. Ja gut. An der Stelle würde ich dann auch mal langsam sagen, das war's dann von diesem sehr ragigen Part. Und ja, tut mir leid für die Rages, aber ein bisschen unterhaltsam ist es ja schon, ne? Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.